Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Part von Car-Mechanic Simulator 2018. Heilige Scheiße, regnet das hier gerade bei mir, das ist so unfassbar. Ich muss das mal ganz kurz hier. Uiuiui, Fenster zu. Uiuiui, heftige Lage. Man bin ich froh, dass ich gerade hier drin sitze. Ja, wie wir sehen, es lädt. Willkommen bei Car-Mechanic Car Simulator 2018. Okay, da fehlt zwar ein Wort, aber egal. Lerne die neue, komplett freigeschaltete Garage kennen und prüfe die Funktionsweise der einzelnen Werkstattbereiche. Du kannst jederzeit das Tutorial beenden und mit deinem Auto auf die Testbahn. Heilige Scheiße, ist das am Laggen. Was zum Teufel haben die da gemacht? Okay. Ich spiele zwar nur mit zwei GTX 87 Ti's, also im SLI. Und einem übertakteten 2600K i7. Ja, ich kann mir das sowieso gerade nicht geben, weil ich voll damit beschäftigt bin, hier überhaupt. Ey, komm schon, Leute. Das ist. Alter. Okay. Das ist sehr, sehr, sehr verbuggt. Anzeige. Also wir machen jetzt mal Mittel, nur um zu gucken, ob das besser funktioniert. Rein theoretisch müsste es das ja tun. So. Und was sagt uns jetzt der Ladescreen, außer dass es laggt? Wir spielen jetzt auf Mittel, wohlgemerkt, ja. Das ist ja wieder unspielbar. So Leute, hier nochmal ganz kurz eine kleine Unterbrechung. Was ihr in diesem Video jetzt nicht sehen könnt, in dem folgenden, beziehungsweise in dem Ausschnitt, ich spiele jeweils manchmal mit unter 30 FPS durchgehend, aber da im Regelfall YouTube mit normal 29 FPS trotzdem immer noch alles flüssig abspielen würde, sogar mit 25, ist es hier teils als lagfrei zu erkennen. Ist aber wirklich das Gegenteil, Leute. Das kann ich euch versprechen. Alter Schwede, wie soll man das denn spielen? Kriegt ja keine Sau ge. Das kriegt ja keine Sau hin, das zu spielen. Wie soll das denn funktionieren? Mensch, was machen die denn da? Okay, also die Grafik ist ja schon geil, aber das ist doch so unspielbar. Meine Fresse, 287 Ti's. Overclockt sogar. Also das ist sehr enttäuschend. Vor allem, weil die Entwickler sowieso schon Scheiße gebaut haben, wie wahrscheinlich viele von euch wissen werden, nämlich dass es sowieso schon delayed wurde um eine Woche. Ich verstehe das nicht, dass es so laggt. Wer soll das denn spielen? Minimum ist der 560, glaube ich, gewesen, oder täuscht das? Und wie sollen die Leute das denn spielen? Ich meine, ich weiß ja gar nicht, warum ich hier den auseinanderbaue, aber. Leute, das ist doch nicht spielbar. Ich weiß nicht, merkt ihr das, wie extrem das am Laggen ist? Sehr enttäuschend. Ach Mensch. Naja, wenigstens kann man jetzt, wenn man am Schrauben ist, nicht mehr abrutschen von dem, sag ich mal, von dem zu abbauenden Teil.
Das war ja letztes Mal ziemlich, ja, war nervig in 2015er. Ich finde es nur ziemlich dreist, in den Shop zu schreiben, Minimum 5,60 oder so oder 6,50. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also wirklich schon etwas ältere Grafikkarte. Also wirklich ältere Grafikkarte. Aber ich mit 2,87ern kann dieses Spiel einfach nicht vernünftig spielen, sodass es Spaß macht. Ich kann mich gerade wenig bis gar nicht freuen zu diesem Spiel. Wobei ich es sehr gehypt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe, dass die liebe Playway... Nee, also... Digga. Was jetzt? Okay. Es ist halt ein Black Screen. Geil. So macht das Spaß. Und ja, Black Screen. Nice. Super Playway. Das waren 16 Euro, die ich nie wiedersehen werde. Geil. Tja, Leute. Das war wohl nix. Ich würde sagen, wir unterbrechen das Ganze mal an diesem Punkt. Es ist nämlich momentan, wie es auch in der Community diskutiert wird, ich habe die Bewertung gesehen und dachte im Moment, Leute, das kann doch nicht wahr sein. So eine Spielereihe auf einmal so schlecht, kann ich mir nicht vorstellen. Hab's mir trotzdem gekauft und bin schön reingefallen. Zumindest zum aktuellen Stand der Dinge des Release-Tags, dem 28.07.2017. Und ja. Abwarten ist die Devise. Macht's gut, Leute.